Guten Tag, heute gebe ich Ihnen einen Überblick über die Anwendung des Borgen-Entlüftungskit für Magura-Bremsen. Das Borgen-Entlüftungskit wird in einer stabilen Plastikbox geliefert, die sich auch für die Aufbewahrung eignet. Zum Lieferumfang gehört die Bremsflüssigkeit für Magura-Bremsen, eindeutig zu erkennen an der blauen Färbung. Ein Gummi, zwei Spritzen, ein Bleedblock, zwei Schläuche mit Klammern, ein Klettverschluss, zwei Schraubadapter für die Schläuche und ein Torx-Schlüssel. Am einfachsten fällt das Entlüften, wenn das Fahrrad, wie hier gezeigt, in einen Montageständer eingespannt ist. Das Laufrad also demontieren. In diesem Fall muss eine Steckachse herausgezogen werden. An dem Magura-Bremsgriff befindet sich die Entlüftungsöffnung an dieser Stelle. Der Bremshebel sollte vor dem Entlüften in eine horizontale Position gebracht werden, damit diese Öffnung den höchsten Punkt bildet. Mit dem beiliegenden Torx-Schlüssel etwas lockern, dann kann man den Bremsgriff am Lenker drehen, in die gewünschte Position bringen, also dass er fast horizontal ist, und dann wieder befestigen. Als nächstes mit dem beiliegenden Torx-Schlüssel die Bremsbeläge der Bremse demontieren, dazu die Sicherungsschraube vollständig herausdrehen und herausziehen. Jetzt kann man die Bremsbeläge nach hinten in Fahrtrichtung herausnehmen. Mit dem beiliegenden Bleedblock, den man einfach von hinten in die Bremszange steckt, werden die Kolben komplett nach hinten gedrückt. Jetzt noch den Bleedblock sichern, sodass er während des Entlüftungsvorgangs nicht herausfallen kann. Es empfiehlt sich bei der Arbeit mit dem Borgen-Entlüftungskit und dem Entlüften der Scheibenbremsen, Einweghandschuhe zu tragen, um Irritationen der Haut zu vermeiden, die auftreten können, wenn das Mineralöl auf die Haut trifft. Eine Spritze wird mit dem ersten Schlauch verbunden und anschließend mit dem Schlauchadapter. Hierbei ist es nötig, etwas Druck auszuüben, um die Dichtheit zu gewährleisten. Um die Spritze zu befüllen, geht man folgendermaßen vor. Zunächst den Behälter mit der Bremsflüssigkeit öffnen, Bremsflüssigkeit einführen, den Behälter wieder schließen, die Luft aus der Spritze herausholen. Hierbei darauf achten, dass die Luftblase am oberen Ende ist, dort wo die Spritze in den Schlauch übergeht. Sonst kann es passieren, dass etwas Luft in der Spritze verbleibt. Am Bremssattel befindet sich die Entlüftungsöffnung an dieser Stelle. Wieder mit dem mitgelieferten Schlüssel die vorhandene Schraube lockern und vollständig herausschrauben und anschließend die Spritze mit dem angefügten Gewindeadapter einschrauben. Das austretende Mineralöl einfach mit einem Lappen auffangen. Den Gewindeadapter mit einem 8er Maulschlüssel festziehen. Maximal 4 Newtonmeter. Mit dem beiliegenden Klettverschluss kann die Spritze an der Gabel befestigt werden, sodass sie nicht vom Adapter springt. Der Kolben der Spritze muss dabei nach oben zeigen.
Bei Magura Bremsen mit Easy Bleed Technologie die Schraube am Bremsgriff öffnen und vollständig herausdrehen. Jetzt die zweite Spritze ohne Kolben, Schlauch und Adapter von oben in die Öffnung einführen und kräftig einstecken. Die Spritze am Bremssattel betätigen, indem man den Kolben hineindrückt und so lange, bis am oberen Ende in der zweiten Spritze keine Luftblasen mehr heraustreten. So wie jetzt. Dabei darauf achten, die untere Spritze nicht vollständig zu entleeren. Um die Spritze zu entfernen und dabei unnötigen Flüssigkeitsverlust zu vermeiden, kann man entweder die Spritzenöffnung mit dem Daumen abdecken und dann die Spritze vorsichtig herausziehen. Man kann auch den Daumen komplett hineinstecken, je nachdem wie groß der Daumen ist und die Spritze. Zur Sicherheit sollten Sie einen Lappen rundherum schon bereitlegen, weil etwas Flüssigkeit tritt bei Magura leider immer aus. Alternativ kann man auch den Spritzenkolben wieder einsetzen, dabei aber darauf achten, dass Sie den Kolben nicht zu weit nach unten drücken, weil Sie dann Druck aufbauen und noch mehr Flüssigkeit aus der Spritze austritt. Nachdem diese Vorbereitungen abgeschlossen sind, die Spritze vorsichtig aus der Öffnung ziehen und dabei den Lappen nutzen, um überschüssiges Öl aufzufangen. Die Schraube mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel wieder hereinschrauben, dabei auch wieder überschüssiges Öl mit einem Lappen auffangen. Jetzt kann auch die untere Spritze wieder entfernt werden. Als erstes das Klettband entfernen und anschließend die Klemme am Schlauch schließen. Mit dem Lappen schon mal vorsorglich die Bremszange etwas abdecken, da beim Entfernen des Schlauches etwas Öl austreten wird. Jetzt mit dem Maulschlüssel den Gewindeadapter aus der Öffnung entfernen und vollständig herausschrauben. Anschließend die Schraube wieder eindrehen und mit dem beiliegenden Torx-Schlüssel festziehen. Mit dem Lappen überschüssiges Öl aufnehmen und vollständig von der Bremszange entfernen. Das Öl, was beim Entlüftungsvorgang in der oberen Spritze und auch in der unteren Spritze angefallen ist, bitte nicht nochmal verwenden, sondern entsorgen. Um die Bremse wieder betriebsbereit zu machen, muss man die Bremsbeläge wieder einsetzen. Dazu als erstes den Bleedblock entfernen. Zur Sicherheit jetzt den Bremskörper noch einmal mit einem Lappen vorsichtig abwischen, rundherum. Man kann das auch im Inneren der Bremse machen. Einfach damit eventuell ausgetretenes Öl nicht auf die Bremsbeläge gerät, denn das würde das Bremsverhalten der Bremsbeläge enorm beeinträchtigen. Eventuell wären sie dann sogar zum Austausch fällig. Bremsbeläge von hinten in die Bremszange einsetzen. Bei Magura halten hier kleine Magneten im Bremskörper die Bremsbeläge an der Seite, sodass keine Feder notwendig ist, wie zum Beispiel bei Shimano. Mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel die Sicherungsschraube hineinschrauben und festziehen.
Anschließend noch das Vorderrad einsetzen und das Fahrrad ist wieder betriebsbereit. Als letzten Arbeitsgang dann die Schraube am Bremsgriff nochmals öffnen und den Bremsgriff wieder in die Arbeitsposition bringen und die Schraube wieder festziehen. Damit ist das Entlüften der Magura-Bremse abgeschlossen und man kann wieder sorgenfrei fahren.